Driftfreunde, aufgepasst. Werner Gusenbauer erklärt, worauf es ankommt, damit jeder die Freude am Querfahren erleben kann. Aber wie kommt man eigentlich zum Driftsport? Ja, Benzin habe ich im Blut, schon seit meinem 18. Lebensjahr im Rennsport unterwegs. Zur Drifterei gekommen, weil wir Taxifahrten mit einem relativ schweren Fahrzeug gemacht haben und dort die Bremsscheiben uns nach kurzer Zeit um die Ohren geflogen sind. Und als wir angefangen haben, quer zu fahren, waren die Teilnehmer mindestens genauso begeistert und das Material wurde geschont. Ganz einfache Erklärung. Material schonen durch Driften? Klingt spannend. Noch spannender sind allerdings die Drift Basics. Ja, das hier ist das Safe Master. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Vorstufe zum Driften. Hier kann man bei sehr, sehr geringen Geschwindigkeiten Fahrdynamik bereits erleben. Und das Fahrzeug verhält sich ähnlich, wie wenn man mit dem richtigen Fahrzeug anfängt zu driften. Also so, wenn es geradeaus geht, das Fahrzeug relativ stabil. Und so wie ich einlenke, kommt sofort das Heck. Und dann muss ich blitzartig gegenlenken und kann ihn auch wieder mit Gas rausziehen. Nur was er nicht mag, ist mit eingeschlagenem Heck bremsen. Dann dreht er sich sofort ein. Im Driftsport nützt man die Bremse, um den Drift in engen Ecken zu verstärken oder um umzusetzen. Das heißt, um Druck auf die Vorderachse zu bekommen und dadurch das Gegenlenken noch zu unterstützen. Mehr Druck auf der Vorderachse heißt, dass er besser vorne rumkommt. Driften heißt ja nichts anderes als wie Fahrzeugbeherrschung, das heißt Beherrschung des instabilen Fahrzustandes im dynamischen Grenzbereich. Und alles, was ich beim Driften lerne, kann ich natürlich im Straßenverkehr, wenn unvorhergesehene, überraschende Situationen auftreten, genauso gut anwenden. Das heißt, ein Fahrzeug, wo das Heck plötzlich ausbricht, kann ich sofort durch blitzartiges, automatisiertes Gegenlenken das Fahrzeug wieder abfangen und dadurch einen Dreher vermeiden. Ja, meines Erachtens braucht es drei Voraussetzungen. Das eine ist ein geeignetes Fahrzeug, leistungsstark, möglichst Hecktriebler. Das zweite ist ein geeigneter Platz, das heißt Platz zum Driften. Freiraum, dass es nicht gefährlich wird, einen schönen Untergrund. Und zum Dritten natürlich auch die Fähigkeit zu driften. Das heißt, dass man gut gelernt hat, die Reaktionen, man muss gesund sein und wissen, wie es geht. Nämlich auch das Abfangen von einem Fahrzeug, wenn ich den Drift dann eingeleitet. Und wissen, wie es geht, möchte auch Igor. Er will bei Drift-Großmeister Werner in die Lehre gehen. Geradeaus fahren kann jeder, aber so ein bisschen querfahren, das kann nicht jeder. Und kontrolliert querfahren können noch weniger Leute und das macht einfach Spaß. Ja, Igor, das ist hier dein neuer Arbeitsplatz für das Thema Driften. Ich zeige das gerade mal, wie man sich am besten ein Fahrzeug anschnallt. Also einfach reinsetzen mit dem Sitzschlitten nach hinten, dann die Gurte unten, Beckengurt. Wir haben hier Rennsporttechnik, das heißt feste Gurte, die man halt einstellen muss. Und dann mit dem Sitz so weit nach vorne, dass du das Kupplungspedal durchtreten kannst und immer noch nicht ganz ausgestreckte Arme hast. Dann das Lenkrad, siehst du, ist ein bisschen kleiner. Hier haben wir die hydraulische Handbremse und ansonsten alles komplett in Serie. Natürlich den Überrollkäfig, aber den brauchen wir heute hoffentlich nicht. Hoffentlich. Da vorne ist jetzt ein Slalom. Den Slalom einfach mal fahren, um warm zu werden, locker zu werden. Aufs Lenkrad und aufs Fahrwerk ein bisschen achten. Okay, viel Spaß. Gut. Zuerst geht's zum lockeren Aufwärmen und Werner gibt dem Driftnovizen gleich die ersten Tipps. Nicht zu nahe an die Pylone ran, weil das Hinterrad macht einen engeren Radius als das Vorderrad und dann wird man gleich mit dem Hinterrad die Pylone killen. Und dann wartet die erste Stufe. Wenn du mit dem Vorderrad an dem Punkt bist, dann praktisch Kupplung treten, hydraulische Handbremse ziehen, aber nur kurz. Weil wenn du da länger ziehst, dann drehst du dich ganz rum. Wir wollen einfach mal nur versuchen, 90 Grad zu probieren. Okay, los geht's.
bisschen kräftiger ziehen. Jawohl, super, 90 Grad, perfekt. Ja, der war kräftig. Blickführung immer auf die Innenseite der Kurve. Dort, wo wir hinschauen, dort fahren wir auch hin. Jawohl, Blickführung nach innen und Gas. Sehr schön, super, prima. Die 90-Grad-Wende klappt doch schon ganz ansehnlich. In der nächsten Folge gibt's Tipps zum ordentlichen Powerdrift und zur richtigen Reifenwahl.